Chicklands 3. Weiter, weiter, weiter. Das Biest haben wir gefunden. Da ist es zu sehen. Mit, was sind das? Wildschweinhauer rechts und links. Ich weiß es nicht. Einer Maske vorm Gesicht. Ganz in grüner Tarnkleidung. Einer gefährlich aussehenden Wumme in den Händen. Und anscheinend auf unserer Seite kämpfend, potenziell. Mal schauen, wo wir die Feinde weiter angreifen können. Auf die wollten wir abwarten. Genau, die wollten wir alle kommen lassen. Und weitere Gegner, wir laufen mit denen mal vorsichtig runter. Gucken wir mal, ob wir von rechts, ob hier eventuell von hier aus Leute kommen. This is always the best way to do things. Hier könnten wir zum Granaten werfen. Niemand haben. Die bleiben alle hier. Der hat potenziell, könnten wir den erwischen. Wir haben ja keine Sicht von irgendwo. Hat Vibine Sicht auf den? Ja. Einmal Oberkörper. Ist in Deckung. Den können wir noch auf und zu laufen lassen. Ich würde noch ein bisschen abwarten, weil der hat Deckung nach hier oben hin. Der soll hier lang laufen. Das wird er nämlich machen. Er wird versuchen, hier hochzukommen. Wir versuchen es mal. Oh, sie springt auf und bewegt sich jetzt. Läuft sie weg? Wohin läuft sie denn? Was hat sie vor? Will sie über die Brücke angreifen? Will sie die Brücke langlaufen oder was? Die wollten wir kommen lassen. Hier können wir Aktionspunkte. Ist hier irgendwo Deckung? Für Aktionspunkte sammeln? Also wenn die in den Nahkampf gehen wollen, wollen die entweder unten lang laufen oder hier oben lang. Wir gehen mal hier hin. Nehmen Aktionspunkte mit. Wir bleiben hier. Aktionspunkte mitnehmen. Aktionspunkte mitnehmen. Aktionspunkte sammeln. Sie kann ja keine sammeln. Wir setzen einfach eine Runde aus. Mit beiden. Oder, damit wir hier auf mehrere Leute feuern können, gehen wir mit Bans mal hier hin. Denn es kann sein, die haben viele Trefferpunkte, dass wir da lange auf die ballern müssen. Ein Beweglichkeits... Mehr, ein Punkt mehr für unsere Kalina und auch eben gab es bei anderen schon mal Verbesserungen. Alle haben gezogen, eine Runde weiter. Final good position. Ja, die wollen tatsächlich unter der Brücke durch, auf uns rauf. Boah, wenn jetzt die einen der Granatwerfer da hätten. Red oder Barry, das wäre eine Hilfe. Ist das Biest schnell? Der hat ein irres Tempo. Wow! Beide sind einer mal schwer verletzt, einer unverletzt. Jetzt können wir von hinten auf die draufballern. Haben die Oberkörper, rüstungsdurchdringender Schuss.
Einmal so zielen. Der ist weg. Und sie bleibt verborgen. Einmal mit Banze auch. Ja, schwer verletzt. Ein extra Schuss ist nicht möglich, aber vielleicht mit Blatt. Fünf Punkte blieben übrig. Habt ihr gesehen, ne? Komplett zielen, das heißt, wir können näher ranziehen. So würden fünf Punkte verbraucht werden. Und wäre etwas dichter dran und die Trefferwahrscheinlichkeit ist dadurch eine höhere. Sehr schön. Also wir helfen dem Biest wirklich. Hier bleiben wir mal. Ziehen ein bisschen weiter vor. Gehen in Deckung. Mit ihnen hier vorne, da kommt einer lang. Wir sollten hier eine Falle aufbauen. Achtung, das ist ein Granatenwerfer. Den lassen wir mal ganz dicht an uns rankommen. Im Dunkeln ist es sonst schwer. Oder wir ziehen runter und versuchen ihn gleich zu flankieren. Der kommt zu uns. Wir legen uns einmal auf den Bauch und zwar von hier aus. Einmal auf den Bauch und Livewire auch. Ein Stückchen wieder hoch. Das sind einer der beiden Granatenwerfer noch hier vorne hin. Barry ist plötzlich flinker. Bauchlage. Und den zweiten Granatenwerfer, Red. Den schicken wir doch hier oben mal rüber, dass wir die Granaten ein bisschen weiter verteilt haben. Quietly now, Red. Tor hat ein Ziel, ja. Ach, der könnte versuchen, die Granate bis hier oben hinzuwerfen. Schafft er das? Nie und nimmer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Trotzdem könnten wir auf Nummer sicher... Die sind ja auch verborgen. WB ist nicht verborgen. Ready. WB muss einmal nachladen. Wo WB ist, wissen die. Target locked. Wir ballern mal einmal auf den drauf. Die Waffe hat totalen Rüstungsdurchschlag. Es ist ja verletzt, hat weniger Aktionspunkte. Sicherheitshalber, falls er eine Granate wirft, ziehen wir mit Tor ein Stückchen weg. Kann nicht schaden. Overwatch macht so keinen Sinn. Wir bleiben hier vorne einfach nur. Ivan? Also falls er wirklich aus kürzester Entfernung hier durchrennt, ich kann es mir nicht vorstellen, man weiß es nicht, dann würden wir so einmal auf ihn schießen. Aus kürzester Entfernung. Und das würde auch klappen. Vielleicht kommt auch nur einer aus dem Nichts von hinten, wir haben keine perfekte Sicht. Oh, würde der sich hier bewegen? Nee, das ist okay. Einmal hier so. Ganz kurzer Kegel. Das ist wirklich aus kürzester Entfernung auf den Ballard hier. Ist aber noch Tor. Ivan haben wir noch. Aktionspunkte mitnehmen. Nächste Runde. Hier können wir keine Aktionspunkte mitnehmen, weil kein Deckungsfenster da ist. Trotzdem würde ich hier bleiben. Und das war's. Eine Runde weiter. Da, der Grenadier zieht zurück. Ein anderer Bandit allerdings da unten schleicht sich die Wand entlang.
Das Biest läuft zurück zu uns. WB lädt nach und hatte ein schönes Ziel direkt vor der Flinte. Aiming. Now you're cooking with oil. Sehr cool. Und das hier ist ein, ja, der hat ein Messer in der Hand. Ein Nahkämpfer anscheinend. Oder Nahkampf oder ein kombinierter Nah- und Fernkämpfer. Wir machen das so wie eben. Der weiß nicht, wo wir sind, der will hier durchziehen. Wir machen aus kürzester Entfernung hier einen Kegel drauf. Und das wird der nicht überleben. Wenn er hier langkommt. Der wird garantiert versuchen, hier durchzulaufen. Aus der Entfernung trotz Nacht sollten wir treffen. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. I'll see them before they see me. Und mehr kann man ja gerade auch nicht machen, ne? Hier nehmen wir einfach nur Aktionspunkte mit. Die wollen in der Regel anscheinend wirklich hier unten lang, ne? Obwohl, hier wollten auch mal Leute lang. Monica Sundergaard hier. What? They will hear nothing but the wind. Wir ziehen einen weiteren hier unten hin. Das kann nicht schaden. Falls hier irgendwas mal schief geht. Drei sind hier, ein vierter Kollege kommt dazu. Und Retter als Granatenwerfer, den brauchen wir an der Kante eigentlich. Dann Aktionspunkte mitnehmen, sammeln. Wir haben ja jetzt viele hier am Rand. Und hier, wenn hier Leute wären, würden wir die sehen. Ein, zwei können gerne bleiben, aber nicht so viele. Und wieder verborgen. Und das war's, ne? Mehr kann man nicht machen. Das ist der Einzige, der immer aufgedeckt ist. Einmal nachladen, eine Runde weiter. Da zieht der Bandit rein. Livewire schießt. Barry ballert. Und Wolf. Ah, oh, jetzt überlebt. Jetzt kann er auf uns schießen. Er zieht durch, er zieht die Bewegung durch. Steht in unserem Rücken. Steht er da gerade in der Ölschicht? Ist das Öl, das da austritt? Ja, und sie macht den Korken ab von der Flasche. Lässt den Korken knallen. Das wäre unsere Beute gewesen. Ein echtes Biest hat uns um den Triumph gebracht hier. Ist das Öl, das hier austritt? Könnte man das in Brand setzen? Keine Ahnung. Da vorne ist noch einer. Ein Fall für WB eventuell. Yes? Kann WB sich wieder tarnen? Wunderbar. Einfach abwarten. Er legt sich wieder auf den Bauch. Auf dem Bauch ist seine Waffe besonders zielsicher. Ja, wir warten wieder ab, wer gleich wo kommt. Einmal wieder tarnen. Tarnen. Einmal wieder tarnen. Pay attention. This is how it's done, commando style. I hide. Selbst Manöver wie eben, falls jemand aus dem Nichts kommt. I will shoot at enemy when available. Ihn können wir eigentlich als Messerwerfer ruhig hier vorne irgendwo einsetzen. They won't see me until it's too late. Ah, da sei nur eine Granate explodiert. Das kann auch sein, ja. Die anderen bleiben, wo sie sind, und wieder eine Runde weiter.
Ivan kann wieder Deckungspunkte mitnehmen. Red ist hier vorne. Bleibt da auch. Alles klar, eine Runde weiter. Wir haben echt Glück, dass wir das hier im... dass wir uns entschieden hatten, das in der Nacht durchzuführen, ne? Das ist extrem hilfreich. Jetzt gucken wir mal, ob Buns, die sehen nur WB. Vielleicht kann ihn WB denn auch erwischen von hier. Da WB ist wieder verborgen. Die sollen dich da auf uns zuziehen. Wir machen gar nichts. Wir nehmen nur die Aktionspunkte mit. Hier können wir noch ein bisschen runterziehen. Das war's dann auch. Livewire bitte noch. Tour wollten wir noch weiter nach unten schicken. Nehmen Aktionspunkte mit. Die bleiben alle, wo sie sind, und wieder eine Runde weiter. Ah, ein Sanitäter kommt. Das Biest bleibt hier oben. Gut getarnt. Zwei sehen wir auf jeden Fall. Das gleiche Spiel wie gerade. Tut mir echt leid, aber es ist einfach am klügsten. Unsere Leute sind top getarnt. Warum sollten wir hier irgendwas machen? Ausnahme ist Blatt. Messerwerferblatt. Der kann schön weit vorziehen. Quiet and deadly as the plague. Visualize success to unlock potential. If you are quiet in your mind, gucken, ob wir die hier so einen Kessel machen können. Dass wir die beiden hier, Blatt und Tor, auf die rechte Seite der Straße bekommen. Das wäre nicht schlecht halt, ne? Yes. WB hat noch Ziele. Der Sanitäter. Ja, Leute, darf man auf Sanitäter feuern? Kurze Frage im Chat. Darf man auf Sanitäter feuern oder ist es ein Kriegsverbrechen? Darf man bei bewaffneten Konflikten auf Menschen mit Rotkreuzbinde schießen? Nein, niemals. Nein, macht das nicht. Melden sich gleich zwei Leute aus meinem Team. Na toll. Feind ist Feind. Immer druff. Ja, aber das sind hier Banditen, oder? Das ist ja kein legaler Konflikt. Nur verwunden. Ist ein Kriegsverbrechen. Ich glaube, das Spiel will es so. Ach so, na dann. Das ist keine Uniform, das ist nur Freiwelt. Der Verbandskasten ist Kaliber 7,62, also ja. Ob die bewaffnet sind? Ist der Sanitäter bewaffnet? Ja, der ist mit dem Erste-Hilfe-Kasten bewaffnet. Dann müssen wir leider einmal feuern. Die wissen nicht, wo wir sind. Die würde ich auch erstmal weiterkommen lassen. Die sollen noch dichter an uns ran, erstmal. Becoming undetectable. When I was little, I would hide from everyone. But take cover. Können wir wieder nichts machen hier. Ja, schon mit. Better to go unnoticed, yeah? Hey, be a wisp on the board. Und eine Runde weiter. Da ist er. Sanitäter im Vormarsch. Klettert aufs Dach sogar. Also ist das doch ein offensiver Akt, oder? So, einmal WB. Auf den Sani. Kopf, Kopf, Kopf. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber ich sage es aus vollstem Herzen. Ich bin so froh. Ich bin so verdammt froh, dass meine Mama meine Streams nicht guckt. Die würde sonst sagen,
Kleiner Daniel, so haben wir dich aber nicht erzogen, Bürschlein. Echt nicht. Peinlich. Sehr peinlich hier. Einmal nachladen. Der Rest bleibt mal wieder wie immer. Visualize success to unlock potential. I'll see them before they see me. Am I here? Visualize success to unlock potential. When I move, I can hear nature's heartbeat. Guck mal, wie toll der Wind hier peitscht. Wie natürlich und lebensecht das aussieht mit dem Sonnenschirm. Total klasse. Rest bleibt, wo er ist. Und eine Runde weiter. Das Biest geht in die Offensive. So, mal schauen, ob wir mit Blatt einen guten Stand Ort finden. Finden wir. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn er hier durchläuft, da ist kein Fenster mehr, ne? Da bleibt er getarnt, oder? Wir gehen mal nur ans Fenster hier. Sneaking up on this guy's words. Visualize success to unlock potential. When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. Wolf is on the prowl. Einmal mit Wolf aufstehen. Also nicht ganz, dann sind wir enttarnt. Wolf is on the prowl. Going. Still undetected. I'll see them before they see me. They cannot hit what they cannot see. Rest alles so wie eben. Ready. Könnte einen Schuss wagen. WB ist aber verborgen. Würde ich im Augenblick nicht machen. Wir warten noch ab. Eine Runde weiter. Das Biest. Ich will eigentlich nicht, dass dem Biest irgendwas geschieht, ne? Da müsste doch mal in den Kampf eingreifen. Die spielt ja super offensiv hier. Ein Schuss mit Bands. Keine Deckung, Oberkörper. Das war's. Wunderbar. Jetzt können wir mit dem Biest auch reden. Ich bin so gespannt, was das Biest drauf hat, Leute. Ihr auch? Ich bin mega neugierig. Very ungern. We're moving. Einmal rüberrennen. Oh, einmal plündern. Da oben ist leider jemand auf dem Dach geplündert, gestorben. Ein bisschen unpraktisch. Так, так, что здесь? Пошёл. Jetzt bin ich immer super gespannt. Okay. Let's get a move on. Da ist das Biest. WB spricht mal mit dem Biest. Come, wayward souls that wander through the darkness. Are you not afraid of the beast? Sind Sie das Biest? Also, was soll sie jetzt sagen? Yes.
The beast is just an old woman who protects her people disguised as an avenging spirit of the forest. You should never underestimate old women. Cool. They are always more than they seem. Wait, I know. You're a shapeshifter. Will you teach me your magic? There is no magic, dear. There is only the thirst for justice, the lust for battle, and the willingness to do terrible things. Ich hab Angst vor ihr. Ich wüsste so gerne, wie die aussieht. Ja, sie sind eine hervorragende Kämpferin, meine Dame. We have been admiring your work, madam. You are keen, methodical and effective. Oh, you know how to make an old lady giggle and blush. Wir wollen nur reden. You summoned the beast and fought alongside to protect this village. This pleases the beast. You did well. We shall talk. Sie so eine Art Superheldin. No. I'm just an old woman who murders people to save her friends and family and who bakes cookies in her spare time. Not to sound too judgmental, but that fits very closely the profile of a serial killer. Ist das cool? Was für tolle Dialoge. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Leben Sie hier? Not anymore. I used to be married to this rascal Vlad here. Ach. He prefers to live in filth. Because all he cares about are his crazy devices. Hey, I care about my tools too. And besides, you kept cleaning and tidying so much, I could never find anything. Only because you refused to look where it made sense to put them. It made sense to put them where I left them in the first place. In filth. Ah. Anyway, since our mansion was flooded some years ago, I moved into a small cabin in the woods. It is much better this way. Also das ist ein bisschen sehr aufdringlich. Gibt es noch Wertgegenstände im Anwesen? Wo ist denn eigentlich Ihre Waldhütte? Are you afraid to search for it in the cursed forest? You should be. There is a beast lurking out there. Anyway, here, I'll show you on the map. Come over. I'll bake you some cookies. A nice old lady who bakes cookies and lives in a cabin in the middle of a cursed forest? Oh, can I come live with you? Let's just start with a visit and see how it goes. Sehr cool. Ach komm, wir fragen mal, gibt es was? Yes. There was my beast cave and the prototype of the beast suit that Vlad crafted for me. I loved it like a wedding dress. Only more so. Oh, would you stop being sentimental, woman? The new one is way better. I doubt this suit survived, but I guess there is still some money and diamonds in the safe. I don't need either anymore. I left in a hurry, so the safe should be unlocked. If you're willing to go for a swim, I can tell you where to dive for it. Boah, was für tolle Dialoge mal wieder hier. Ich dachte, wir wären schon ganz weit und immer wieder neue Quests, neue Figuren, neue Sachen. Wahnsinn. Werden Sie uns helfen, die Legion zu besiegen? Me? Are you out of your mind? I'm just a tired old woman who tries to preserve the lives of the people she loves. In that suit? There's nothing tired or old about you. My place is with my people. They need my protection. Why would I leave them to pursue the Legion when they can be attacked again right here? Da ist was dran, leider. Ach so. Um die Bösen zu bestrafen, um anderen zu helfen, das finde ich eigentlich plausibler und machen wir mal. Believe in yourself. Be the hero you are meant to be. Well, I have to admit, you did set a good example by helping us out here. Anyway, my place is here. With my people, they need my protection.
But if you help make my village a safer and happier place, you are welcome to come to my cabin in the woods, and I may reconsider. Das finde ich unhöflich. Das möchte ich nicht sagen. Egal, ob das zu irgendwas führt, habe ich keinen Bock drauf. Remember, be good kids, or the beast will come for you at night. And you won't even get the chance to scream before your throats are choked with your own blood. Mama! Au revoir! Au revoir! Auf Wiedersehen, böse kleine, gute Oma. Eine knallharte alte Dame mit einer erstklassigen Tarnausrüstung. Sie lebt in C14. Major, they have reached the cursed forest and summoned the beast. The beast? That some kind of APC or something? No, the beast is a demon that makes horrible effigies out of people's bones. Oh, that's a bunch of horse shit. Oh, I get it. They're using local superstitions to instill fear in the enemy. Oh, that's some damn good psyops right there. Puh. Tja, wie viel haben wir geschafft? Die Hälfte etwa, ne? Ich hatte gedacht, wir wären schon weiter. Immer wieder eine neue Quest. Ich habe sogar die letzten Streams so ein bisschen auf Tempo gespielt, weil ich dachte, ich will es gerne fertig bekommen, bevor der Spieleherbst anfängt, jetzt 2023. Wo im Wochentag neue Spiele rauskommen, aber wir sind ganz lange noch davon, auch wenn ich ganz viele Quests mittlerweile zwar kennenlerne, aber nicht erkunde, ganz lang und weit davon entfernt, es hier abzuschließen. Wahnsinn. Wie umfangreich das Spiel ist. In Testberichten hieß es immer so 60 Stunden oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele wir gespielt haben. Es kommt mir viel länger vor. Wahnsinn und auch ganz toll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben jetzt 22. September 2023. Es kommen in den nächsten anderthalb Monaten kommen im Wochentakt neue Spiele raus. Ich werde definitiv in den nächsten anderthalb Monaten keinen Platz haben, um Jack the Lions 3 im Programm zu haben, weiß ich jetzt schon. Weil ich kann 6 Spiele nur zeigen. 6 Programmplätze habe ich pro Woche. Ich zeichne auf Twitch auf. An 5 Tagen, der Sonntag ist ein doppelter Programmplatz. Das sind 6 Plätze pro Woche etwa. Und im Wochentakt kommen neue Spiele jetzt raus, die super viele Leute interessieren auch. Ich kann euch in den nächsten Tagen, zeige ich euch, Preview mit Entwickler mit Growth, Preview mit Entwickler mit Songs of Silence, Preview Stream Last Train Home, Preview Stream Lampire's League von Paradox. Preview Stream und dann Release Stream später von Total War Pharaoh. Alles innerhalb der nächsten 7 Tagen, was ich gerade erwähne. Dann geht's weiter. Übernächstes Wochenende Pioneers of Pagonia mit Entwicklerbesuch. End Zone 2 mit Entwicklerbesuch. Danach kommen die Releases von Lamplighters League am 3. Oktober. Am 11. Oktober erscheint Total War Pharaoh. Am 12. Oktober erscheint Star Trek Infinite, das Captain Picard Star Trek von Paradox. Will ich euch auch zeigen. Ich weiß schon, ab wann ich euch City Skyline 2 zeigen darf. Release ist 24. Oktober, ein paar Tage vorher. Am 20. Oktober erscheint Galactic Civilizations 4 in der Release-Version 1.0. Das ist das Programm, das sind die Releases bis 24. Oktober, in den nächsten 4 oder 5 Wochen. Und City Skyline 2 wird der Mega-Programmpunkt. Ein paar der Spiele wollen wir auch weiter. Es geht noch weiter. Anfang November. 7. November Stronghold Definitive Editions. 8. 9. November erscheint Dungeons 4. 17. November Warhammer 40k Age of Sigma. Wohl, das kann man vielleicht auch weglassen. Also frühestens Mitte November. Nächster Platz für Jack and the Lions 3. Und ich weiß, wenn man eine riesen Pause dazwischen macht, führt das immer dazu, dass ich irgendwann nicht mehr nach den Spielen gefragt werde und dass auch ein bisschen der Reiz weg ist. Ich habe keine Ahnung, ob und wie es weitergeht. Ich kann weder sagen, es geht nicht weiter, noch kann ich sagen, es geht weiter. Ich weiß es nicht. Was ich sagen kann, ist, ich mache es davon abhängig, wie oft und wie viel ich nach dem Spiel gefragt werde. Auf YouTube und auf Twitch. Ob ich das Gefühl habe, es brennt vielen auf der Seele, dass es weitergehen soll. Es interessiert jetzt schon nicht mehr so viele Leute irgendwie, das bekomme ich halt mit, ne? Aber noch geht's so gerade. Ich guck mal, wie oft ich von euch gefragt werde in den nächsten anderthalb Monaten.
und ob man danach in einer Megapause noch weitermachen will. Danach gibt es ja auch ganz viele neue Reihen, die wir angefangen haben von vielen dieser Spiele. Und dann gibt es wiederum Leute, die auch wollen, dass diese Reihen fortgesetzt werden. Ich weiß es nicht. Kanal bitte auflösen auf Twitch und auf YouTube. Abwarten. Ich kann es gerade nicht sagen. Es tut mir herzlich leid.